Das war ein Flüchtlingsheim. Das war's, jawohl. Feuerwehr! Ach, guck mal, hier gibt's doch mal so eine Kanzel. Ist doch kein Strom mehr dran. Kartbahn. Ach, du bist hier unten durch den Tunnel gefahren. Hast du einen? Von 93. Den Laptimer. Aber an sich cool, finde ich. Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Willkommen zu einem neuen Video. Die Sonne geht gerade unter. Das heißt, es ist wieder Zeit für so eine kleine Nachtsafari. Wir sind hier an einer ehemaligen Kartbahn irgendwo und nirgendwo und gucken jetzt mal, was das gibt. Ich würde sagen, es geht los. Boah. Ey, guck mal, eine Zechenlok. Okay, wir sind scheinbar nicht die Ärmsten. Warum steht hier eine Zechenlok? Von Por. Krass. Spannender ist die Bude. Hallo? Da brichst du dir nur die Finger bei. Oh Gott. Boah, ist aber hoch hier, ne? Boah. Füße. Ja, richtig. Schön, du bist auch mal wieder da. Was gibt's hier? Oh, Duschen haben wir schon mal hier. Toilette, Woman. Ja, okay, boah. Was ist das denn? Warum haben die denn zugemacht? Guck mal. Siehst du nicht, was das ist? Weiß ich nicht. Klamotten. Guck mal drüber. Guck mal drüber. Ich kann leider selber nichts sehen. Okay. Das war ein Flüchtlingsheim. European Toilets. Okay. Krass. Basti, hier war ein Flüchtlingsheim drin. Was ist hier? Was steht hier? Ey, geil! Basti! Okay. Feuerwehr-Polo. Ja, ist der Flo auch nicht dabei. Guck mal, den nehmen wir mit. Als Andenken. Quatsch. Sieht so aus. Da ist der Michael. Sieht so aus. Ja, guck mal, hier wird jetzt getrickst. Zu dick? Quatsch. Das war's, jawohl. Mhm. Fett. Okay, Leute. Oben hängt noch eine Disco-Kugel, eine bunte, ey, geil, guck mal. Oh, geil. So, willkommen in der verlassenen Kartbahn. Diese war halt tatsächlich schon sehr ausgekartet. Fett. Ja, Riesenareal, würde ich sagen, ne? Ich glaube, die hat die besten Tage schon Ewigkeiten hinter sich. Aber so eine Kartbahn hatte ich halt noch nie. Ich glaube, hier saß derjenige, der sich um die Bahn gekümmert hat. So eine Art Aufsicht. Ist jetzt gar nicht so klein, das Ding, ne? Also an sich nicht schlecht. Schöne große Halle, schöne Industriehalle. Ja. Kann man noch was sehen ohne Licht? Ja, doch ein bisschen. Jetzt gucken wir mal, wann das Ding zugemacht hat. Vielleicht finden wir noch ein paar Unterlagen. Ja. Ach, guck mal, hier gibt es noch mal so eine Kanzel. Da ist ein Steuerpult drin. Wie kommt man denn da rein? Ah, die ist auch schon Ewigkeiten raus, oder? Und Sitzecke. Küche. Auch keine super fette Küche, aber ich wollte jetzt mal in den Raum da oben gehen. Irgendwie kommst du noch zu so einem Leitstand. Ist eine Dame. Dame und Herr. Boah, nee, ist das nicht. Boah, die Waschbecken, ach du Scheiße. Aber die Armaturen sind noch da. Hier hat keiner Kupfer geklaut. Ist ja sensationell. Ich weiß nicht. Wie kommen wir denn da hoch? Da gibt es auf jeden Fall so einen Aussichtspoint. Das ist noch, wenn wir hier. Hä? Waren wir doch gerade? Ah, nee, warte mal. Da ist er. Garderobe, Damen und Herren. Eine schmale Garderobe. Da ist das Ding, der Leitstand. Yes, cool. Sicherungen sind noch da. Gibt's ja gar nicht, die ganzen Kabel sind noch da. Ja, ein bisschen abgeknipst, aber nicht schlecht. Konntest du früher die Dinger anmachen? Tor, Ampel, an, aus, grün und rot. Sind hier noch Ampeln in dem Bau? Ja, da links. Hier oben ist so ein kleines Flycase. Ja. Das ist die Ampel? Ja, die aber schon halb raus ist. Ist da sonst noch was hinten? Eine Werkstatt? Da hinten geht es noch um die Ecke. Oder? Das ist Sebastian. Jona plus Simon gleich Lara. Vanessa zeigt immer auch. Vanessa zeigt immer Arsch in die Kamera. Vanessa ist eine. Okay. Okay, okay, okay. Hast du? Geht der noch, wenn du ihn drückst? Nein, alles tot. Alles tot. Da ist ja kein Strom mehr da, ne? Das muss halt ausschalten. Keine Ahnung, wir haben jetzt hier eine Lagerhalle. Ein paar Penisse an der Wand gemalt. Eine schöne Halle, guck mal da oben, das ist geil.
Disco-Kugel. Oh, hier außen. Die bunte. Hast du, kannst du noch einen feineren Spot machen? Nein. Schade, aber guck mal, das sieht voll gut aus. Kannst hier, kannst ein bisschen drehen lassen. Ja, das ist jetzt nicht so das absolute Top-Ding, Leute. Frisch verlassen, sondern das ist halt Ewigkeiten zu, ne? Nachgenutzt durch ein Flüchtlingsheim oder als Flüchtlingsheim und dann irgendwann einfach kaputt gemacht. Ja, wirklich Top-Teil. Aber trotzdem cool, mal zu sehen. Let's have a look. Kartbahn. Verlassen. Die Japan-Flagge da oben. Ohne Ende Reifen. Hier waren mal schöne Drehspiegelleuchten, wenn die Runde zu Ende war. Schöne Bosch-Dinger. 230 Volt, 220 Volt. Super teuer, super selten. Verrückt. Aber auch alles kaputt gekloppt. Heizstrahler mit Gasanschluss. Da ja, eine abgehangene Decke. Wo ist denn die Werkstatt für die Karts? Das wäre noch cool gewesen. Oh, Außenbereich hatten die auch noch. Geil. Da wurde das Tor hier aufgefahren. Dieses Ding, dieses breite Tor. Und dann sind die hier draußen noch lang gefahren. Geil. Richtig gut. Da muss ja Ewigkeiten zu sein, das Ding. Ey, mit einer Erhöhung. Voll cool. Aber coole Kartbahn. Ja, hab ich mir auch gedacht. Die geht schön hoch. Da hebst du ab mit so einem Kart. Ja? Das heißt, ach, du bist hier unten durch den Tunnel gefahren. Nein. Ist hier unten durch. Voll geil. Und dann bist du hier oben drauf geflogen, bist abgehoben. Ja. Mit dem Ding. Hier die Runde, zack, hoch und dann wieder rein. Geil. Schön Spaß Ding. Hat bestimmt mal Spaß gemacht. Ist nur die Frage, wann? Das letzte Mal. Ja, aber die ist ja schon, guck dir das mal an hier. Das ist ja Ewigkeiten zu, das Ding. 10 Jahre, 15 Jahre. Um den Baum musstest du früher auch rumfahren. Stand in der Mitte auf der Strecke. Guck doch mal auf den Reifen, was die so für Dots haben. Siehst du da was noch? Nein. BOP muss da einer draufstehen. Ja, dort steht, aber das ist die falsche Seite dann meistens. Und hier steht gar nichts. Oh, die sind so hart. Die sind festgemacht, okay. Radial, tubeless. Schade. Haben die alle extra so hingelegt, dass man nicht mehr weiß, von wann die sind. Die anderen Dinger sind mit der Dinge. Hier hast du Michelin. Da könnte was draufstehen. Hast du einen? Von 93. 93? Ja. Ja gut. Lass das Ding mal. Kann auch 83 sein, das ist ja, aber 83 gab es noch keine Reifen. Vorher gab es keine. Kutsche. Kutsche, genau. Ja, ja, Wagenrad. 80er, 90er Jahre, 2000er. Ja, aber das Ding ist ja nicht in den 90er schon geschlossen worden. Nee, das nicht. Also die Farben so, das ist ja noch relativ modern mit den Gasstrahlern hier oben. Also 21 war scheinbar schon zu, weil da. Ja, 21 war zu, aber wir haben hier keine Unterlagen mehr, ne? Ja. Der Michael hat die richtige Ecke erwischt hier. Boxenstopp, tatsächlich. 1, 2, 3, also todesviele Karts hatten die hier nicht drin. Contact. Schön, dass man super dazu. Super Contact, Alter. Uralt Kontinente. Kontinental. Kontinente. Continental. 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 Der Michael versucht noch den Strom anzumachen und erkennt nicht, dass da oben die Kabel abgeknipst sind. Nein, guck mal, das sind die Einkaufswagen, die sind im Boxer. Die sind noch da. Ja, die sind halt auch auf, die Dinger. Ja, der nicht. Ist halt alles auf. Mich würde echt interessieren, ob wir noch ein Zettelchen finden, von wann die ist, die Halle. Also wann die geschlossen haben, das ist ja schon. Digital? Ja, dann kann die nicht so alt sein. Aber was heißt digital hier mit der Dot-Anzeige? Ich geh mal gucken. Das einzige Spannende, was hier passiert. LCD-Anzeige gefunden. Ja doch, das ist schon was. Das kostet schon Geld und das ist halt relativ teuer. Und modern. Den Laptimer. Ja, cool. Schade, dass das vergammelt. Echt nicht schlecht, das kostet richtig Geld, denke ich. Ja, Leute, LED gab es hier nicht. Das war alles noch Halogen und Glühlampentechnik. Aber an sich cool, finde ich. Kennleuchten. Wieder die Bosch-Dinger. Was ist hier? Wie Keller? Ja, nein. Ja. Ah, hier liegt was. Das riecht hier nach Heizöl. Ist tatsächlich komplett unterkellert, das Ding. Aber hier ist nochmal so ein kleines Relikt. Mote BJ 2018. 2018 hängt hier noch was. Das heißt, so Ewigkeit ist das Ding noch nicht zu. Die wollen nicht in den Keller, ich gehe in den Keller. Boah, alter Schwede. Der super duper riesen Heizöltank hier unten. Mal gucken, was er sagt. Ein bisschen Restheizöl. Ach, guck mal. Das Ding war beheizt oder was? Da sind Stäbe drin. Warum? Oder ist da die Geschichte rausgepumpt worden durch?
Das sind voll unterirdisch verlegt, die Teile. Ja. Warum machen die hier alles mit dieser, mit diesem Zeug zu? Damit du nicht durchlaufen kannst? Ist dahinter was? Keine Ahnung. Stromanschluss, nachträglich gelegter Wasseranschluss, Telekommunikationsanschluss, Candle, Zuleitungszähler, 22 Volt, alles abgeklemmt. Ja, da geht's noch weiter. Da kommt eine Wasserleitung, eine Ölleitung lang. Hier steht ein dicker, fetter Stempel, der auch irgendwie gar keinen Sinn ergibt. Warum auch immer der hier steht. So natürlich stabil ist das wahrscheinlich auch nicht, wenn eine Zementdicke drüber ist. Also wir bleiben erstmal bei 2018. Da ist der Montage. Okay, alle weg. Hier passiert gar nichts, da steht noch ein Auto. Ich glaube, das ist auf hier, das Ding. Das ist jetzt nicht so spektakulär, wie ich das gedacht habe. Verlassene Kartbahn. Was ist das für ein Ding? Krass, das ist wirklich mal gefahren. Okay, kleiner Transporter. Der ist halt wirklich real, cool. Schön so eine Elektroschleuder. Keine Ahnung. Motorverteilung. Zähleranschluss, okay. Ah, ist jetzt nicht mehr neuester, aber ist okay. Zähler weg, ausgebaut. 4.10.2020. Also muss das Ding tatsächlich schon doch ein bisschen länger in Betrieb gewesen sein. Länger als gedacht. Und was ist hier? Ja, oben war Flüchtlingsheimschrank. Echt? Da liegen noch Feuerwehr, Stiefel und Handschuhe. Nein! Also ein Handschuh, ein Feuerwehrstiefel. Warum? Geh ich gucken. War das ein mikroskopisch kleines Ding oder was? Mini-Flüchtlingsheim. Okay, Klamotten. Feuerwehrstiefel, tatsächlich. Hä? 3M. Sieht aus wie Feuerwehrstiefel. Mein Gott, Leute. Tja, die beste Zeit, wir haben die beste Zeit verpasst. Würde ich sagen, hier. SK, Maß 2. Gute Dinger sind das. Geil, schön. Okay. Die Feuerwehr hier drin geübt vielleicht, oder was? Gibt's ja gar nicht. Ich hätte jetzt gerne noch den zweiten Handschuh erwischt, aber ist wohl nicht da. So, oder Stiefel? Ja, geil. Verrückt. Ende. Aber das ist ja super minimalistisches Flüchtlingsheim. Hier ist ja gar nichts. Doch, oh, ich nehme es zurück. Hier haben wir doch noch einen größeren Bereich. Ja, neue Steckdosen gezogen. Ja, aber warum ist denn das abgeschottet hier? Die Geschichte, was sehen wir denn da? Ich muss gerade das Display drehen. Ich sehe nichts. Ach, hier geht's runter. Ah, hier ist die Halle. Alles klar. Schade, Marmelade. Das war's. Ende aus. Die Notausgangsbeleuchtung ist auf jeden Fall noch von früher. Gibt's ja so gar nicht mehr, denke ich. Ja. Das war's. Ich habe den zweiten Stiefel gefunden. Ja? Cool. Ja, was war's? Das war's? Super interessant. Ja, da ist eine große Halle. Wie lange sind wir jetzt hier hingefahren? Stunde. Stunde 10. Laden. Hat sich jetzt nicht so gelohnt, aber ist halt okay. So als Zwischendurch-Ding kann man das mal machen. Gibt's halt auch. Es gibt halt nicht immer die spektakulärsten Locations. Es gibt halt auch mal was, was nicht so geil ist. Du hast da Einkaufswagen drin da hinten. Einkaufswagen. Boah. Heftig. Ich habe gerade schon gesagt, ey, der kleine Raum, dass sich das gelohnt hat, ein Flüchtlingsheim daraus zu bauen. Aber hier haben die auch komplett das Ding reingezimmert. Dann war da doch was Größeres. Ich nehme es zurück, Leute. Ist ja wirklich schon nicht schlecht. Ich denke mal, hier standen irgendwelche Stellwände, neue Steckverbinder, neue Anschlüsse sind hier überall gelegt worden. Ja, ist okay, ne? Hier sind noch originale Plus-Einkaufswagen in ja, orange-blau. Wobei, war das Plus? Ich glaube schon. Ohne Ende Brötchen zurückgelassen. Wahnsinn.
Ich würde sagen, das war's an dieser Stelle mit diesem kleinen, aber feinen Lost Place Abenteuer hier irgendwo aus dem Nirgendwo, irgendwo in Camp Lindford. Gibt's noch irgendwas? Grüße aus Camp Lindford. Ja. Ja, ein bisschen weiter weg, camplindford.at, ne? AT. Genau. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es wie immer gerne in die Kommentare. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert den Kanal. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt, Hellsehen auch im Dunkeln. Tschüss.